mal Kingsdrang, wenn ich in der Kostelle anhab und in der Eiffelturm in der Gegend, weil ich im Lässiger von der DJ bin, da habe ich auch so einen Kopfhörer auf. Und ich wollte sagen, dass neben mir und DJ Ötzi in der Gold die coolsten Typen sind, was im Dancefloor-Sektor gibt. Wer wird eine coole Champs-Élysées, würde ich auch sagen. Guten Morgen, mein Name, Osama. Ich wollte nur sagen, es weiß zwar keiner so richtig, wo ich bin, und dann Wasser sieht man eh, weil da finden sie mich nicht, aber was ich da unten schon am liebsten hier ist, ist ein Gold. Und ich mehr zum Beispiel auf der Flucht vor die Kämpfer von der Freiheit, ja, am liebsten ist ein Gold. Und so habe ich einen Geruf. Und die Texte. Ja, dann grüße ich Flex, grüße ich Isa Gold, hier spricht Prinz William. Ihr merkt, ich bin auf Wolke 7. Ja, meine Verlobte, die Kate, kann leider nicht da sein. Ich wünsche euch aber einen total groovy Abend und funky Musik in der House, if you want it. Ja, ich werde sicher zuhören, auch über Livestream im Buckingham Palace, da wohne ich zu Hause, wenn ich gerade auf Wolke 7 bin, Wortwitz. Und ja. Dann mein Kollege, der Gerhard Rotterer und der Christopher Jast, die machen das hier ganz speziell und ich finde alles, alles Liebe. Toi, toi, toi. Grüß Gott, mein Name ist Eminem und ich wollte sagen, dass wenn ich was richtig Arsch finde, dann ist er Gold. Foodhunting da.
Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christopher Just. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Ich weiß, warum ihr hier seid, ihr seid hier, weil wir heute zusammen eine Party feiern wollen. Ich möchte aber daran erinnern, dass es auch die stille Zeit des Jahres ist. Und ich sehe es als meine Aufgabe, zumindest für einen Moment, Einhalt zu gebieten und auf das Thema Weihnachten mit einer Geschichte einzugehen, die ich jetzt vorlesen werde. Ich bitte um etwas mehr Ruhe, denn je lauter es wird, desto länger dauert die Angelegenheit und wir werden keine Musik spielen. Also, bitte beruhigt euch ein wenig. Um 20.15 Uhr steht Petras Ford mit schepperndem Dieselmotor vor meiner Haustür. Kurzer Stopp beim Bankomat. Um Punkt 9 klingen wir beim Doktor. Servus, Pussy. Der Doktor schwitzt kalt, ist aber bei bester Laune. Was kommt denn, Pitschi? Wir sind nicht die Ersten. Michi, angenehm. Die Blasen, weniger angenehm. Rollt, als wir ins Wohnzimmer kommen, bereits wild mit den Augen. Im Fernseher läuft ein Video, wo sich ein paar maskierte Frauen gegenseitig antun. Der Doktor baut seine Waage auf. Vier haben wir gesagt, gell? Ja, bitte, einzeln abpacken. Das ist mir wichtig, um später nicht die Übersicht zu verlieren. Mittlerweile bin ich ziemlich besoffen. Zieh Leine, hahaha. Die erste geht aufs Haus und lässt mich ruckzuck wieder klar werden. Kurzer Partycheck. Im Kunstwerk legt wieder so ein Trance-Battle auf. Arena, pure, Hacke! Passt. Die Blasen ist eine Sexgöttin, expliziert mir der Doktor in der Küche unter zwei Nasen. Vorher war sie mit ihm beim Chinesen Nachtmahl essen, mit einem Dildo im Arsch. Danke. Auf der Rückfahrt zieht die Blutzelle bereits schmieren, wir spielen was Neues von mir. Ich mache überhaupt meine eigenen Sachen, wenn ich drauf bin. Andere Produktionen machen mich nervös. Der Vorschuss für dieses Album ist schon überwiesen. 4 Gramm in der Tasche, rasch in der Arena vorbeigeschaut, kurzer Stopp bei der Tankstelle, 6er-Pack Bier, Wodka und Zigaretten, auf nach Hause zum Ficken. Duschen, Katzen wegsperren, Porno in den Player, ziehen. Gleitgel, große Dildos, ziehen. Anderer Porno, Zigarette, Porno, festbinden, ziehen, Wodka, Peter, Alexander, Beine auseinander. Was Neues ausprobieren, Schwanz durch den Cockring. Eier auch, geht sich aus, solange man keinen Steifen hat. Mutter bestellen? Doch nicht. Stiefel ziehen, ficken. Irgendwann sollte der Cockring wieder runter. Mein Schwanz hat bereits einen Touch of Blue. Erst die Eier durchdrücken, dann den Schwanz rausziehen. Klappt nicht. Umgekehrt sowieso nicht. Vielleicht ein bisschen warten, abschwellen lassen. Ich bin immer noch so geil. Also eine kurze Pause. Zigarette, Bier ziehen. Zweiter Anlauf. Ebenfalls erfolglos, ich krieg den verdammten Schwanz plus Eier da einfach nicht raus. Petra schaut ein bisschen besorgt. Wird schon klappen, rein ist er ja auch gegangen. Erstmal weiterficken, tut ja nicht weh. Irgendwann ist mein Schwanz eh nicht mehr wirklich steif und ich starte den nächsten Versuch. Ich muss jetzt akzeptieren, die angeschwollene Eier durchquetschen klappt einfach nicht. Den Schwanz vorbeidrücken klappt jetzt fast, aber fast ist eben nicht ganz. Sorry, Mister. Ich bin jetzt konzentriert, ganz bei der Sache, probiere die unterschiedlichsten Varianten. Petra, schau zu. Langsam wird das Gefühl unangenehm. Mir fallen peinliche Sexunfall-Stories ein. Ein Mann kommt mit Staubsauger oder Glühbirne im Arsch ins Spital. Aber auch die Geschichte mit dem Kind, das seinen Kopf durch die Gitterstufe eines Zauns steckt und ihn dann nicht mehr rauskriegt. Wegen der Ohren. Das dürfte meiner Situation am ehesten entsprechen.
Nach einer halben Stunde gebe ich auf. Durchschieben geht einfach nicht. Ich muss den Cochrane irgendwie aufkriegen. Aber da ist ein in sich geschlossener, verschweißter Metallreif. Ich kam in den Küchenladen, im Werkzeugkasten finde ein Brotmesser und eine kleine Beißzange. Aus ein paar stumpfen Kratzern auf der Oberfläche lässt sich damit nichts ausrichten. Im Spital haben wir eine oszillierende Säge. Die benutzen wir zum Knochen durchtrennen. Habe ich schon erwähnt, dass Petra OP-Schwester ist? Säge. Es könnte klappen. Ein letzter erfolgloser Versuch. Noch eine Nase. Rasch was anziehen. Ab zum Auto. Und wir fahren los. Zum AKH. Ich bin immer noch total geil und eigentlich auch nicht wirklich beunruhigt. Irgendwie ist die ganze Sache einfach zu lachhaft. Ich warte in der Tiefgarage, während Petra zum OP-Raum fährt. Sie muss die ganze Aktion möglichst unauffällig über die Bühne bringen, da das Entwenden von Operationswerkzeug natürlich strengstens verboten ist. Und was bitte soll sie sagen, wenn sie erwischt wird? Nach 15 Minuten ist sie wieder bei mir im Auto. Wir warten, bis niemand in der Tiefgarage ist und setzen dann vorsichtig die Säge an. Die kleine, scharf gezackte Scheibe rotiert rasend schnell und ich muss mich höllisch konzentrieren, damit ich nicht abrutsche. Das wäre fatal. Das dezente Sirren des Motors wird zum kreischen Funkensprühen. Kurze Pause. Immerhin, eine kleine Kerbe. Genau dort setze ich erneut an. Funken! Aua! Plötzlich brennt es zwischen meinen Beinen. Ich reiße die Säge weg. Scheiße, was ist da los? Gut, kein Blut. Aber was tut da so weh? Die Kerbe ist kaum größer, aber der ganze Cockring ist total heiß geworden von der irren Geschwindigkeit des Sägeblattes. Im OP benutzen wir eine Kühlung. Wie groß ist die? Zu groß, außerdem fix montiert. Experiment oszillierende Säge gescheitert, aber immerhin kann man jetzt sehen, dass der Ring nicht komplett aus Metall besteht, sondern damit bloß überzogen ist, dieser billige Schund. 1 bis 2 Millimeter darunter lässt sich eine gelbliche Kunststoffmasse, wahrscheinlich Silikon, erkennen. Meinen Schwanz spüre ich noch, fühlt sich jetzt sogar angenehm kühl an. Petra muss die Säge wieder in den OP zurückbringen, das klappt ohne Zwischenfälle, außer dass sie am Gang auf eine Kollegin trifft. Hast du heute nicht frei? Ja, aber mein Freund sitzt mit einem seit Stunden abgebundenen Schwanz unten in der Tiefgarage und wir haben gerade versucht, ihn mit einer OP-Säge zu befreien. Hat leider nicht geklappt. Sagt sie natürlich nicht, sondern irgendetwas vom vergessenen Unterlagen. Thank you.